Hallo, ich plane, weil ich ja bald ein Jubiläum habe, den 50. Abonnenten, plane ich so eine Art Q&A, also Frage- und Antwortspielchen mit euch. Und hier drunter kommentieren eure Fragen und wenn ich genug zusammen habe, sollte ich mal 50 Abonnenten haben, beantworte ich es. Das würde eine ziemlich längerfristige Aktion sein, so schnell bekomme ich nicht Abonnenten und ihr habt sicher lange genug Zeit. So. Und weil ich nicht nur das zeigen möchte in einem Video, eine Ankündigung, zeige ich euch jetzt noch etwas anderes. Servus, Genossen. Heute spielen wir mal Tropico. Ein bisschen. Kann berichten. Naja, Tropico 4 sogar, das alte. Also, viel Spaß damit. Die UdSSR braucht erneut meine Hilfe. Der Ruf nach politischen und wirtschaftlichen Reformen hat einen Prozess namens Perestroika ausgelöst. Doch weiß die UdSSR noch immer nicht, wie sie die Bedürfnisse ihrer Bürger befriedigen soll. Normen wie Redefreiheit und Marktwirtschaft scheinen sich der Kontrolle der Sowjets zu entziehen. Die UdSSR möchte ihr neues Programm auf Tropico ausprobieren. Um mich dafür zu entschädigen, haben sie mir Beweise gegen Richards angeboten. Ich habe keine andere Wahl, als ihnen erneut zu trauen. Doch sobald ich die Bänder und somit die Beweise gegen Richards habe, werde ich sie der ganzen Welt vorspielen. Okay. Wie ihr seht, schon eine ziemlich späte Mission, 19 von 20. Du kannst das sehr viele verschiedene Personen spielen, Fidel. Sogar als Evita Peron oder so. Russo Pinochet, Papa Doc Duvalier. ja. Ich bin eine Frau dieses Mal, heiße Präsident Gomez, wie immer. Ich bin dieses Mal ein verzogenes Kind. Gibt's verschiedene. Ja, kann Polizeichef, Naturalist oder Schnapsbaron oder so sein. Hotelübernahme, da kriegst du ein Hotel gratis. Bauarbeiter, Zementfabrik kostet nichts, deshalb. Tourette-Syndrom, Schamane. Immer schwer, aber nehme ich das, was ich immer nehme. So. Genosse, die UdSSR braucht Ihre Hilfe. Die Bevölkerung unseres Vaterlands steht unter dem korrupten Einfluss des Kapitalismus. Das ist aber schrecklich, der Kapitalismus, mit freier Markt und so. Zuerst mal die Löhne etwas erhöhen. Und dann reißen wir mal die Bauern ab, die mitten in der Stadt sind. Hier ist Tropico News Today und ich bin Penultimo. Ich präsentiere Ihnen politisch korrekte Nachrichten, objektiv und amüsant. Bleiben Sie dran und erfahren Sie die Wahrheit, freigegeben durch El Presidente. Als erstes gleich mal farmen für Mais. Mais weg von der Stadt, damit die Leute nicht verhungern. Eine Vieh Ranch. Möglichst daher irgendwo. Gut, da brauche ich aber infrastrukturmäßig ein Parkhaus. Jetzt brauche ich zwei Holzfällerlager, damit ich... wirtschaftlich ziemlich unabhängig bin. Tja, gut. Als erstes bauen wir mal ein zweites Baubüro.
Baumaterial, wenn es sich bauen lässt. Das bauen wir schnell. Kein Ausbeuterbetrieb. Langsam aber sicher. Für Spezialkommando-Ausbildung für unsere Soldaten. Ein zweites Mietshaus. Sie sind zwar slumartig, aber... Geht sich da eine Bar aus? Ja, da geht sich eine Bar aus. So, wir bauen eine Kirche. Wichtig. Wir bauen eine Klinik. Noch wichtiger. Genosse, das erste Programm, das wir ausprobieren, heißt Glasnost. Redefreiheit, ja, ja, drei Journalisten, ja, leckt mich am Arsch. Am Anfang ist die Inselwirtschaft viel wichtiger. So, und so spiele ich. Es wird abgerissen, da wird was gebaut, ja, so spiele ich. Und das Endprodukt zeige ich euch im nächsten Video, im Bonusvideo, das ich plane. Gut, danke fürs Zuschauen und viel Spaß und subscribe und like. Gut, danke.